Ja, hallo Foto- und Outdoor-Freunde, hier ist der Pascal, der Forestwalker. Ja, und heute möchte ich euch mal meine zwei Lieblingsmesser vorstellen. Und ja, dabei handelt es sich um einmal das Forrester Bushcraft GT2 und einmal das Victorinox Rangerwood 55. Ja, und wenn dich die Messer auch interessieren, dann bleib einfach dran und ich stelle sie dir vor. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Forrester Bushcraft GT2. Und zwar wird das Messer hier in einer solchen Lederscheide geliefert. Und ja, an der Lederscheide befindet sich hinten ein Lederriemen mit einem Druckknopf, damit man das Messer bzw. die Lederscheide am Gürtel befestigen kann. Ja, das Messer ist dann noch einmal mit einem kleinen Lederriemen und einem Druckknopf gesichert gegen Rausfallen. Und ja, die Druckknöpfe, die halten auch sehr gut. Und ja, holen wir das Messer mal raus. Ja, das Messer wiegt 184 Gramm und die Klingenlänge beträgt 11,5 cm und die Grifflänge beträgt 12,5 cm. Ja, es handelt sich hier um einen rostfreien 440er Stahl. Und ja, der Stahl, der geht komplett durch den Griff durch. Bedeutet also, es ist eine Full-Tang-Bauweise. Und somit ist das Messer auch sehr robust. Das Messer endet hinten ja, mit einem kleinen Löchlein hier hinten im Stahl drin. Dort kann man dann noch mal ein Paracord durchziehen oder ein Lanyard dran knoten. Der Klingenrücken hat eine Stärke von 4 mm und das Messer besitzt einen Flachschliff. Ja, die Griffschalen bestehen aus einem Leinenmikata und fühlen sich ganz gut an. Das Messer liegt auch so ganz gut in der Hand drin, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt nicht unbedingt eine kleine Hand, aber auch keine Riesenhand. Und ja, das Messer passt bei mir richtig gut in die Hand rein. Hat jetzt jemand eine größere Hand, würde ich schon fast von dem Messer abraten, weil dann wird es langsam eng mit dem Griff. Ja, dank dem Flachschliff, was das Messer besitzt, kann man mit dem Messer auch schöne, feinere Arbeiten machen. Und ja, dadurch, dass die Klingenstärke bzw. der Klingenrücken hier oben 4 mm beträgt, kann man aber auch durchaus etwas batonen und ja, das Messer etwas härter rannehmen. Und auch für kleinere Hackarbeiten kann man es ganz gut nutzen. Wobei ich bei Hackarbeiten sagen muss, das Messer ist nicht unbedingt sehr kopflastig. Und ja, wenn es unbedingt sein muss, kann man es hiermit machen. So ganz optimal ist es natürlich nicht. Ja, ich habe das Messer gerne draußen dabei und arbeite auch gerne draußen mit dem Messer. Und ja, für das Geld, ja, für knappe 100 Euro bei Globetrotter bekommt man das. Ja, finde ich, ist das gut angelegtes Geld in ein gutes Messer. Und ja, es macht, wie gesagt, mir persönlich macht es Spaß und mir gefällt es auch sehr gut. Von daher, ihr könnt es euch ja mal anschauen. Ja, ich würde sagen, kommen wir jetzt zu dem Victorinox Rangerwood 55. Und das ist, wie ich finde, schon ja, ein richtiger Hingucker. Ja, ich mag das Messer allein schon super gern, allein wegen dieser Nussbaum-Griffschale. Allein die ist schon ein richtiger Hingucker, mit dem schönen Schweizer Logo hier drin, einfach wunderbar gearbeitet. Ja, das Messer besitzt insgesamt 6 Werkzeuge mit insgesamt 10 Funktionen. Was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass wenn man die Klinge ausklappt, dass sie einrastet und man somit dann eine feststehende Klinge hat. Und ja, um das Ganze dann wieder zu lösen, muss man mit dem Finger das Logo eindrücken. Und somit löst sich dann diese Arretierung wieder und man kann das Messer wieder eindrücken. Das ist natürlich so ein kleiner Kniff, der hier eingebaut ist bei dem Messer, der auch sehr viel Spaß macht und auch ein richtiger Hingucker ist. Ja, das Messer besitzt eine gute Schärfe. Man kann es sehr gut nutzen zum Schnitzen. Und ja, wie gesagt, da sind natürlich auch einige Werkzeuge dran, wie Schraubendreher von 5 mm, ein Schraubendreher mit 3 mm, ein Dosenöffner. Und was natürlich auch sehr genial und absolut brauchbar draußen ist, ist diese tolle Säge mit dieser richtig guten Schärfe, die man draußen auch oft nutzen kann und gut gebrauchen kann. Ja.
Ja, was ich jetzt weniger nutze und was man meines Erachtens bei diesem Messer auch noch verbessern könnte, ist aber nur meine persönliche Meinung. Ja, das ist dieser Korkenzieher. Den brauche ich nun wirklich nicht. Vielleicht kennt ihr einen besonderen Anwendungszweck, außer jetzt den Korken aus der Weinflasche rauszuziehen, wie man den noch draußen outdoor nutzen könnte. Mir ist noch nichts Gescheites eingefallen, wozu ich den gebrauchen könnte. Von daher würde ich mir da noch ja, ein anderes Werkzeug wünschen. Aber ansonsten ein richtig tolles Messer. Hier oben befindet sich noch so ein kleiner Ring. Auch dort kann man dann ein Paracord durchführen oder ein kleines Lanyard und sich eine kleine Leine dran bauen. Ja, aber wann nutze ich jetzt welches Messer? Ja, das Victorinox Rangerwood 55 habe ich fast immer dabei auf meinen Wanderungen. Ja, das ist nicht allzu schwer und man hat verschiedene Werkzeuge dabei. Man kann was schnitzen, man kann einen kleineren Ast durchsägen. Und man kann schon viele tolle Arbeiten hiermit verrichten. Auch für am Stativ mal irgendwas nachzuziehen oder halt draußen auch eine Dose zu öffnen, wenn man was essen möchte. Ein richtig gutes Tool, was ich sehr gern dabei habe. Ja, und das Forrester Bushcraft GT2 nehme ich immer dann mit, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel draußen übernachte und wir abends zum Beispiel dann noch ein Feuer machen möchten und ja, ich auch noch etwas größere bzw. schwierigere Arbeiten verrichten muss. Und ja, dann nehme ich immer das größere Messer mit, ja, weil ich einfach damit noch etwas batonen kann, etwas ja, kleinere Äste damit hacken kann. Und ich einfach stärkere und beziehungsweise härtere Arbeiten damit verrichten kann. Ja, und so entscheide ich vor den Outdoor-Touren, welches von beiden Messern ich brauche. Und ja, eins von beiden nehme ich dann immer mit. Ja, ich hoffe, die Vorstellung hatte euch gefallen und es war was Interessantes für euch dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert noch meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut, bis dann, ciao.